What the fucking... Okay, es sind definitiv fucking Zombies. Verpiss dich von mir. So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Gameplay von Resident Evil Revelations 2. Ich habe gehört, Resident Evil Revelations 2 soll wieder hammergeil sein. Und ich habe jetzt auch Revelations 1 schon durchgespielt, weil ich die Story davon erfahren wollte. Ich bin ein großer Resident Evil Fan, wie schon viele wissen. Und die Resident Evil auch lieben, ich möchte euch erstmal zeigen, wie Resident Evil Revelations 2 ist. Ich hoffe, dass es besser ist als Resident Evil 6. Ich möchte mir so einen kleinen Eindruck machen. Ich möchte jetzt kein Let's Play machen, es sei denn, es wird gehypt oder so. Und ja, wieso ich Resident Evil Remastered nicht mehr mache. Der Grund dafür ist, als mein PC abgestürzt ist in Bayern, ja, habe ich mein PC neu gemacht und meine Speicherdatei für Resident Evil Remastered war weg und ich hatte keinen Bock, das wieder komplett alles von vorne zu machen. So, und deswegen mache ich jetzt Resident Evil Revelations 2. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich habe das noch nicht angezockt oder so, das wird jetzt komplett blind sein und ich werde dann sagen, let's go. Resident Evil. Ich würde jetzt gerne was zu Resident Evil Revelations 1 spoilern, aber es gibt Leute, die haben das Spiel noch nicht gespielt, die möchten das gerne spielen und das selber dann erfahren. Deswegen mache ich das jetzt hier nicht, sondern steige einfach direkt hier ins Geschehen ein. Und ja, Sprachausgabe muss bei mir Englisch sein, weil die Typen dort, ja, ich bin in der englischen Ausgabe... Ja, aufgewachsen quasi. Und ja, Anzeigesprache Deutsch. Ich hätte es jetzt auch auf Englisch gemacht, aber da ihr nicht alle perfekt Englisch könnt, habe ich mir gedacht, okay, komm, lassen wir es so. Episode 1 in der Strafkolonie. Ach so, ja. Resident Evil Revelations ist Furcht vor der Nacht, Furcht vor der Nichtnacht. Franz Kafka. Okay. Resident Evil Revelations basiert auf Episoden, also. Bio-Terror. The world lives with it. You live with it. Oh, Terra Grigia. Terra Grigia. Oh mein Gott. Tragic results. And who are you supposed to trust? Politicians who sell their souls for a few votes? CEOs who betray consumers for a quick buck? Count on us instead. We're above the politics, always watching. Always ready to face the threat head on. We are the unflinching mob that sops up the evils of bioterrorism and chemical warfare. They call us Terror Save. Because terror doesn't have to end with arrest. Hey guys. Redfield. Oh, hi Claire. Hey! Hey Claire! Moira. Welcome to the club. Reporting for duty, Ms. Redfield. When do the hazing start? Cut it out. We've been friends for how long? Long enough that I'm allowed to give you shit. Psst. Claire, could you, What's up, Neil? Something's going down in Washington. Did you hear anything? What, the new virus? Come on. You know Tricell's history, right? Hello? Hey, that Barry Burton's girl? Yep, Moira started today. But you've got to be careful if you're going to mention her and her dad? Oh, yeah. Emotional minefield. Okay. You did your homework. What other horrible invasions of privacy have you gotten there? Hey, I got to look out for TerraSafe. We have our enemies. Anyway, good luck breaking her in. She's not a horse. Bye. Uh-oh. What'd he do this time? Fucking Barry. Every time I ask him anything, he pushes back.
I wouldn't even be here if I listened. You're coming with us. No, there must be some kind of Ach du Scheiße. Was haben die denn mit Claire Redfield vor? Boah, wenn Chris Redfield das dann rausfindet, dann sind die gefickt. Dann werden die sowas von gefickt. Richtig penetriert, anal, oral, penetriert und keine Ahnung, was noch, ey. Was wollt ihr eigentlich von der? Ach, Claire. Schön, Zombies. Jetzt damit, was ist das denn für ein Armband? Was ist hier los? Hat das überhaupt was mit Revelations 1 zu tun, da was? Ja, okay, da war Terra Grigia und so und so. Ja, okay. Aber... What the fuck? Hell? I didn't do anything. Oh Gott, die Grafik hat sich aber ganz schön verändert bei... Also Revelations sah anders aus als Revelations 2. Aber das Einzige, was mich gerade abfuckt, ist die Maussensibilität. Ach so, ja. Ich glaube, ich habe es gefunden gerade. Ich hoffe, dass das dass der Fall ist. Deswegen gucken wir jetzt mal, wie das jetzt sich bewegt. Aha. Immer noch schnell. Okay, ich glaube, da passiert irgendwie nichts. Egal, wir versuchen das jetzt so zu spielen. Ja. Wieso sind wir in einem Gefängnis? Wieso sind wir Claire Redfield? Ich habe keine Ahnung. Arthur, hör auf ihren Arsch zu gucken. Okay, ich kann nicht widerstehen. Es ist Claire fucking Redfield. What the fucking hell? Okay. Ah, ich verstehe. So ein Spiel wird das... Aha. So ein Spiel wird das also. Okay. Ich verstehe. Was ist das? Moira? Ach so läuft man. Ah, alles klar. Es hat sich alles verändert. Es hat sich alles verändert. I'm gonna get you out of there right now. Ja. Wie? Moira, are you okay? Did they hurt you? Boah, die Grafik sieht verdammt geil aus. Claire, I just want to go home. It's okay. We're gonna get out of here. Okay, also ich werde das jetzt hier komplett alles uncut hier hochladen, weil ich keinen Bock habe, dann später zu schnell, weil ich euch einen ersten Einblick in dieses Spiel reinbringen möchte. Wish I could tell you. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber wir versuchen jetzt von hier zu verschwinden. Und ich denke, das wird nicht so einfach. Ach du Scheiße. So messed up. What do you think this place was? Ich bin gerade so gebrainfuckt, also wenn man Resident Evil Revelations 1 gezockt hat, komplett, und danach direkt mit Revelations 2 beginnt. Alter. Das fuckt gerade richtig ab, weil das einfach so brainfuck ist hier. Okay. Nicht auf ihren Arsch gucken, okay. Alles gut. Ah, oh Gott, sie hat einen zu geilen Arsch. Okay, alles gut. Alles gut. Das ist also die Schwierigkeit in diesem Spiel. Versuche nicht auf Claire Redfields Arsch zu gucken. Das hört sich nicht gut an. Moira, kommst du? Beweg deinen Arsch. Hast du einen guten Arsch? Zeig mal her. Okay, gut. Oh, nein, nicht auf ihren Arsch gucken. Oh, must resist. Ah, okay. Oh Gott, ihr Arsch ist einfach zu verführerisch.
Did you hear that? Is there someone in here? Oh, hell no! Also, ich sehe zwar Blut, aber was das Wichtige ist daran, ich sehe Claire Redfields Arsch. Ach du Scheiße, ist die geil! Nein, okay, so. Gucken wir doch mal, was da drin ist. Oh my god. What the fuck? Ich erwarte Jumpscares. Egal, wer geht weiter? Let's do this shit. Okay. Hier haben wir nichts. Also. Oh. Guess I'm on light duty. Oh, Lampenträger, was? Oh, fuck. Muss ich die jetzt alle mit dem Messer hier ficken oder was? Oh, shit. Also, wenn man eine Waffe im Spiel findet, dann heißt das direkt, gleich kommt ein Gegner. Ich denke, es gibt einen Weg auf der anderen Seite des Glas. Sach bloß! Hätte ich auch nie drauf gekommen. Okay. Regeln für die Bewachung von Testpersonen. Die Teilnehmer. Testpersonen? Die Teilnehmer an den Experimenten stets die folgende Regel einhalten. Testpersonen müssen 24 Stunden am Tag überwacht werden. Überwachen Sie diesen Sinn, achten Sie auf Änderungen, notieren Sie alle 10 Minuten den aktuellen Status und sorgen Sie sofort alle Testpersonen, die ihr Anzeichen von Abnormität. The fuck? Anscheinend ist das hier alles fehlgeschlagen, wie es aussieht. Let's do this. Ich erwarte grauenvolle Zombies. Und nicht diese Scheißviecher aus Revelations 1. Okay. I think we can squeeze under this. Give me a hand, Moira. Go! Los, los, los. Warte, willst du jetzt die ganze Zeit für mich Taschenlampen tragen oder was? Willst du meine Führerin sein oder was? Da, 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 da. Okay. Ach du Scheiße. Stand back. What the fucking? Okay, es sind definitiv fucking Zombies. Verpiss dich von mir. Ich glaube, da wird gerade jemand gefressen. What the fuck? That was close. Los, schnell, 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 schnell. Oh Gott, ich glaube, da stirbt gerade jemand. Bewege schneller! Sonst ist sie gleich tot. Lauf! Oh! Holy shit, it's gonna kill her! Come on, hurry! Boah, die kann aber ganz schön lange überleben. Oh, guck mal, grünes Krätzchen! Yay! Ich will's benutzen, danke. Okay. Let's do this. Also, wir haben ein Zombie, wir haben ein Messer. Was tun wir? In den fucking Kopf reinrammen damit. Okay. What the fuck? Oh Gott, die kann aber ganz schön schnell laufen, mein Gott. Ach du Scheiße, die hat das. Die hat Mumm, die Kleine. Jetzt aber ganz schön viel Blut, ey. Ganz schön viel fucking Blut. Okay, halt die Gina. What the f... Ich glaube, sie ist weggeglitscht. Did you know her? Yeah. She's with TerraSave. Why would anyone do this? Ich glaube, wir haben es nicht geschafft, sie zu retten. Oh ja, jetzt ist die wichtigste Frage, ist, wo ist der Zombie? This must be the way out. Then we need to find a way through. Wir brauchen einen Schlüssel. Okay. Also, laut den Blutspuren und laut Claire Redfields Arsch ist der Schlüssel direkt hier. Und getriggert. Das ist alles geplant. Das ist, oh. Ja.
Meine Kopfhörer haben den Geist aufgegeben. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir jetzt wieder zurück und oh. Der Blick, man hat direkt nach unten. Wieso müssen die genau so stehen? Wieso müssen sie so... Ah! Mein Gott, wieso muss Claire so ein... Es ist heftig. Es ist heftig. So, wir müssen, den Zombie finden. Der ist irgendwo abgehauen. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich habe irgendwie so viel Gefühl, als ob er da drin ist. Meine These hat sich bestätigt. Der Bastard. Alter, wie viel Blut hier einfach drin ist. Alter, wo ist der Bastard denn? What the fuck? Why? Warum? Okay, ich frag lieber nicht. Yes! Edelsteine! That's my fucking stuff. Okay. Also, wo ist der Zombie hin? Alright, we made it. Yes! He's over there. That's how we do it. Was zur Hölle? Nein. Oh Gott, er wird wieder erwachen. Wieso sind die Schlüssel weg? Warum? Oh, er hat... You gonna use that? It's more reliable than any person. If you say so. Ja, Claire Redfield kann schon mit einer Waffe aus, umgehen. Seit Resident Evil 2 kann sie gut mit einer Waffe umgehen. Charakterwechsel? The fuck? Okay. Ich kann Charaktere wechseln hier in diesem Spiel. Ich glaube nicht, dass ich da hin möchte. Wieso? Ich kann den Charakter nicht wechseln! Warum nicht? Was ist los? Was muss ich... Lol. You think it might have snagged on something on the way down? Ah, I see it. I see the key. It's out of reach. Let me try shooting it down. So, danke schön. Sie ein Ort, Jason. Nice. Perfekt. Oh. Oh hell no. Wir verpissen uns. Oh Gott, ist das schnell! Sekera, Mann, oh Gott. Er ist betäubt. Bam! In your fucking face, bitch! Stirb, stirb. Gott verdammter Götterin. Okay. Oh shit. Oh shit. Ich glaube, es wird an der Zeit abzuhauen. Es sind viel zu viele. Es sind viel zu viele. Kletter hoch. Ah! What the fuck? Wieso war der schneller als ich? Wieso können die Bastarde klettern? Ich kann nichts machen. Lauf. Ah!
Was ist mit diesen Bastarden los? Wieso? Nein! Also ich muss wirklich sagen, die Zombies hier, das sind Zombies. Das sind richtige Zombies hier. Meine Fresse. Nein, ich wollte nicht switchen. Danke. Okay. Shit. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Schön, dass sie das mit dem Ausweichen jetzt erklären. Oh Gott. Oh, ich bin doch ausgewichen! Ich bin doch ausgewichen! Betäubt. Bitch! Tot. Ich habe irgendwas so gefühlt, als ob ich in dem Spiel sehr behutsam mit Munition umgehen soll. Nutz den Scheiß. Danke. Okay. Oh fuck. Oh Gott, damit, der hat eine Zange. Bitch. Stirb, 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 stirb. Ist er tot? Okay. Oh shit. Sekera Mama Nako, Junge. Nein. Stirb. Ja. Ah. Dance the beat. Okay. In irgendwelchen Zellen sind doch, ist doch bestimmt Munition oder so. Das ist ja mega sick. Okay, doch nicht. Oh, hell no! Nein, nicht mit mir. Nicht mit mir, du fucking Wichser! Aber zum Glück habe ich Resident Evil Skills. Hätte ich die nicht, wäre ich den Untergang geweiht. Wie viel Leben hast du eigentlich? Egal, du brauchst nichts. Okay. So, lass uns hier... Oh Gott. Nope. Wir verpissen uns jetzt. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, als ob hier welche um die Ecke lauern. Okay, doch nicht. Lass uns abhauen. Dieses Spiel! Ich bin im Himmel. Ich bin im Himmel. Meine Shotgun. Es returned. Yes! That's so fucking sick. Oh! Geil. Too, Moira. No, I really, really don't. Sorry, I don't do firearms. Not after what happened. Shit, I'm sorry. I forgot. Maybe we can find you something else. What? Sie will nicht mit Schusswaffen kämpfen? No, I'll just be on flashlight duty or something. It's fine. Das ist nicht ihr Ernst, oder? Sie möchte ernsthaft die ganze Zeit mit dieser fucking Taschenlampe. I think there's something shiny there, but I can't make it out. Let me hit it with the flashlight. Ah. Jetzt verstehe ich das Prinzip mit der Taschenlampe. Oh. Nice. Blunt weapon. I can do. Oh. Mora kann mit ihrer Brecheisen angreifen, indem sie Gegner von hinten mit dem Brecheisen trifft, kann sie diese betäuben. Sie kann außerdem mit einem Folgeangriff auf Gefahr... Ah, nice! Now we are talking here! Now we are fucking talking here! Bitch! That's how we do it here, that's how we do it here. Okay, nein, wir übergeben die Munition, die brauchen wir nämlich nicht! Nice! Okay. Oh, hell yeah! So läuft es im Geschäft. Okay, sie wird die Blecheisentunte sein. Okay. What the fuck? Okay! Claire? You saw that, right? Yeah, I saw something. Sah aus wie ein kleines Mädchen. Ey,
Ist hier irgendwas Glänzendes für mich? Ah. Da haben wir doch was gefunden. Nice, Oh, ich bin im fucking Himmel. So viele Shotgun-Munition. Nice. Okay, switch mal kurz rüber. Da ist was. Danke. Ich finde diesen Soundeffekt voll geil, wenn sie die Shotgun nimmt. Zweimal Orgasmus bekommen hintereinander. Zweimal. Geil. Oh, fuck it. Wer ist da? Ach, scheiße. Ich hab das dumpfe Gefühl, als ob... Oh, fuck, was ist da? Okay. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich will's auch gar nicht erfahren. Who the fuck is quoting poetry? Are you afraid? You can tell me. Talk. Ist das etwa... Nein, ich sag nichts, sonst ist das ein Spoiler. Those bracelets change color in response to fear. And who exactly are you? So much suffering. You don't even know it to be afraid. Ich glaube, ich weiß, wer das ist, aber ich sag's nicht. Is she talking to us or at us? Was haben wir denn hier? Oh. Ich verstehe. Er fehlt natürlich ein fucking technology. Zahnrad. Fucking technology. Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen. Okay. Alles verstanden. Das sieht aus wie eine fucking Saw-Falle. Sag mal, sind wir hier in Saw oder was? Die sind alle noch eingesperrt. Fuck. Egal. Dann gehen wir jetzt. Okay. Nope. Also ich muss wirklich sagen, die Grafik ist nice. Nicht wahr, Claire? Und man kann ihren Arsch nicht mehr so gut wegen dem Messer erkennen. Nice, perfekt. Keine Ablenkung mehr für mich. Gott fucking... Okay, die Tür da hinten ist offen. Let's do this shit. Okay. Sag mal, sind wir hier in Saw oder was? Zug aufs Kafkas in der Staffel. Der Reisende unterbrach ihn. Er kennt sein eigenes Urteil nicht. Nein, sagt der Offizier. Wieder stockte dann einen Augenblick, als verlange er vom Reisenden eine nähere Begründung seiner Frage und sagte dann, es wäre nutzlos, ihm zu verkünden. Er erfährt, ist er auf seinen Leib. Okay. Yeah, ein Rubin. Nice. It's a baby, scusi. Oh. Looks comfy. Yeah, let's take one home. Look at this machine. There's something stuck in it. It's not working. Ich will gar nicht erfahren, was da drunter ist. Also ich muss wirklich sagen, ab Resident Evil 4 habe ich gezweifelt. Aber hier in diesem Spiel, wie soll ich sagen, es ist nicht so wie die anderen Resident Evil Teile. Es ist so eine Mischung aus Action und die alten Resident Evil Teile, ich weiß nicht, da in diesem Spiel habe ich wieder dieses Gefühl, als ob ich wieder in den ersten Teilen spielen würde. Nur halt mit ein bisschen Action mehr, ne? Also da ist nur wirklich ein bisschen mehr Action, aber nicht so wirklich krass Action. Vielleicht liegt es nur hier am Anfang, aber das ist wirklich krass. Also in diesem Spiel habe ich jetzt wirklich Angst, wenn ich irgendwo reingehe, dass ich von irgendwas angegriffen werde. Okay. Stopp Blutungen und halt Wunden, auch vom Partner benutzbar. Okay. Oh, hier gibt es auch diese hier. Nice! Okay. Ah. Das Prinzip kenne ich schon. So. Wir verbessern jetzt unsere Waffe. Indem wir das da
reinziehen. Wie viel Schaden macht das jetzt? 120? Wie viel Schaden macht es davor? Nice. Oh, sexy. Oh. Der Trick dabei ist hier, deswegen liebe ich das Spiel, man knallt auf den Zombie auf den Kopf, dann kann man ihn richtig so BAM mit einer Nahkampfwaffe fisten dann. Okay. God damn it. Oh, kannst du nicht einfach runterspringen, so wie Chris und Jill und alle anderen das immer machen? Meine Fresse. I'll give you a boost. See if you can climb up. Okay. So wird es also laufen. Nicht auf ihren Arsch gucken! Ah! Okay. Ach Gott, damn it. Jetzt habe ich Angst. Oh, was ist? What the fuck? What the fuck? Einige Kisten müssen jetzt aufgeschlossen werden. Bewegen Sie den Cursor, um den Entlegungs zu finden. Die Position des Entlegungs können Sie anhand der Farbe des Cursors und der Vibration des Controllers ermitteln. Haha, Controller, witzig. Sie erhalten einen Hinweis, aber nur bei der ersten Kiste. Ich verstehe. Okay. Ich hab ein Brechessen! So, wer sich mit mir anlegen wird, legt sich mit dem Besten an. Okay. Claire, kommst du? Ich glaube, sie kommt schon automatisch, oder? This way. Okay. Let's do this shit. Kannst du hochklettern? Danke. So, okay. Oh, nicht laufen, nicht laufen. Maybe once we're outside, we can find someone to help us. Nee, sag bloß. Okay. Besser! Shotgun, ich brauch dich. Okay. Scheiße. Ganz smooth. Glaubst du ich nicht? Let's not get ahead of ourselves. What the fuck? Was hatte der auf den Kopf gehabt? Ja, ich glaube, ich will es gar nicht erfahren. Wir müssen aufpassen. Okay, da hinten ist was. Auf Russisch. Liebe Mama, я не знаю, ты будешь это читать или нет, aber мне нужно... Nein, Spaß. Aber ich brauche dich. Sie nennen uns Experimente. Sie foltern uns jeden Tag. Jeden Tag. Wofür habe ich das verdient? Warum passiert das? Es tut so weh. Jeden Tag habe ich Angst, was als nächstes passiert. Mami, bitte, hilf mir. Mama, Mama, gib mir da. Pass auf da. Mama, gib mir da. Okay, so. Shotgun, Bitch! Wer sich mit mir anlegt, legt sich mit dem Besten an! Sekirim! Okay. Kann ich die... Wieso kann ich die Zombies so... Hab dich! Bitch! Wieso kann ich eigentlich die Zombies so leicht wegficken? Mein Gott! Alter! Ich glaube, jetzt sind die noch einfach. Jetzt sind die noch einfach. Die Sensoren, mit denen die Experimente ausgestattet wurden, messen die Adrenalin- und Noradrenalinspiegel, um die Furcht zu berechnen, die die Testperson findet. Die Farben ändern sich entsprechend. Grün, normal, orange, beunruhigend, rot, blinkend, Furcht, rot, Mutation. Sollte der Sensor einer Testperson zu rot wechseln, ist sie bereits in der Mutationsphase. Erschießen sie dann umgehend. Fuck, sind wir infiziert oder was? Diese Hundesöhne. Es ist fucking dunkel hier.
Zum Glück habe ich eine Taschenlampe, ein Tussi bei mir. Oh Gott, schon wieder Ausdruck aus Kafkas der Prozess. Da das Tor zum Gesetz offen steht, wie immer, und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann und das durch die... Als der Türhüter das bemerkt, lacht er und sagt, wenn es sich so lockt, versuche es doch trotzdem ein Verbot hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, aber einer mächtiger als der andere. Ich befürchte was Böses. Ja, goddammit. Ich hab's gerade gehabt. Nice! Okay. Da-da-da, tolle Box! Okay, warte, ich muss dir was noch was zurückgeben. Das kannst du gerne haben, von mir aus. So, auf zu Claire. Bevor wir da runtergehen, habe ich noch eine Rechnung offen, denn ich wusste nicht, ob es... Oh Gott, die Zombies, ey. Bevor ich da runtergehe, wollte ich hier runtergehen. Oder ist das wurscht? Oh fuck. Oh Gott, die Zombies halten jetzt ein bisschen mehr aus als sonst. What the fucking hell? Okay, ich bin raus aus der Sache. Fall auf den fucking Boden! Los! Oh Gott. Lauf! Oh Gott, dammit! Sei doch vorsichtig! Ist er tot? Und Bastard hat einiges ausgehalten! Gott dammit! Meine ganze Munition! Okay. Was ist das? Explos. Ah, okay, ich verstehe. Momentchen mal, bevor wir... What the fuck? Oh, guck mal, die haben sich aufgelöst. Okay. Ich möchte erstmal checken, was... Okay. Wer kann wieder zurück, ey? Goddammit. Oh, guck mal, ein rostiger... So, wir haben einen rostigen Schlüssel. Bevor wir da weitergehen, möchte ich erstmal durch diese Tür da hinten gehen. Das da hinten sieht sehr vielversprechend aus. Was zur Hölle? Bugs. Ah! Oh, what the fucking hell? Siehst du was? Ich sehe Käfer. Sekunde, Mama Nakoyam! Fix sie! Penetrier sie! Stirb! Danke. Komme hier raus. Oh. Okay. Sekadam! Okay. Wenn ihr Partner Bewegungs... wenn
während sie von ihm getrennt sind, wird das Spiel Game Over. Das Partner-Symbol wird angezeigt, wenn sie vom Partner getrennt sind. Das Partner-Symbol blinkt rot, wenn der Partner kaum noch Gesundheit hat. Das Partner-Symbol zeigt auch an, wenn sie den Charakter nicht wechseln können. Sie können ihren Partner einfache Befehle geben. Folgen und war... Ah. Follow me. Oh Gott, Tim. Fucking Käfer. Follow me. It's not possible. It's not possible. Okay. What? Oh shit! Benutzen Sie, nehmen Sie auf. Okay. Wow. Bitch! Gott! Fucking wrecked! Oh, sie ist gar nicht mal so schwach. Nice. Ich hab was! Topaz, okay. Oh shit! Oh Gott, damn it. Eine fucking Müllpresse oder was? Okay. Komm, wir hauen ab. Oh my god, are you okay? Yeah. Ah. I was almost a clear sandwich. Well, at least we got power. Haben die gerade ernsthaft eine Anspielung auf Resident Evil 1 gemacht? Oh mein Gott! Sie hat gesagt, Claire Sandwich, das ist eine Anspielung auf Barry, weil Barry in Resident Evil 1 zu Jill gesagt hat, you almost be a Jill Sandwich, weil, als die Wand von oben nach unten gegangen, als die Decke nach unten gegangen ist. Oh mein Gott, was für eine Anspielung. Oh mein Gott. Ah, fuck. Lauf. Oh Gott, lass es. Nein! Fuck! Okay, anscheinend können wir so schleichen. Also, Murray, folgender Plan. Wait. Okay. Warte hier. Follow me! Yeah, right. Lauf! Ah, Scheiße! Wo ist er? Follow me! Yeah, right. Oh. Alles klar. Ah! Fuck! Oh Gott, sie steckt fest. Ah! Wenn sie von einem sehr kräftigen Schlag getroffen werden, gelangen sie ins Bluten. Wenn sie bluten, können sie nicht dran nehmen, dafür... Fuck. Was ist das denn für ein Prinzip? Alter, ist das heftig. Okay, und wohin müssen wir? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber der Gegner fuckt ab. Lauf! Okay, auf der Karte wird was Blaues angezeigt. Ich glaube, ich sollte dahin. Let's go. Ah, okay, wir haben ja den Sturm. Ja, okay. Ich verstehe. Sick. So they were torturing people. Ich brauche Munition.
Ich habe noch 2 Kopfschüsse zu vergeben. Oh, guten Tag, der Herr. Schön, Sie zu sehen. Wie wäre es, wenn Sie da reingehen würden? Nice. That's how we do it. So, wir hauen ab. Das ist die fucking Tür. Oh, fuck. Gib mir Rückendeckung. Mach doch schneller auf! Gott! Ach du Scheiße, es ist zu viel los hier. Oh, what the fuck? Ich kann nichts machen! So schwierig. What the fuck? Alter. Ist das heftig, deftig. What the fuck? Ich hab keine Chance, hier irgendwas zu machen. Ich hab so wenig Munition, was soll ich machen? Oder siehst du hier irgendwas? Nein. Warte, Momentchen mal, sie hat doch Munition. Okay. Ja, wenigstens 5 Schuss. 5 Schuss ist wenigstens etwas. Oh Gott! Fucking. Toll! Ich hab wieder Munition verschwendet an so einen einfachen fucking. Ich weiß, was passiert. Lass uns woanders abhauen. Oh Gott. Gib mir doch Rückendeckung! Oh. Oh nein, nicht in die Richtung! Oh. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Boah, bin ich blöd. Oh mein Gott, bin ich blöd. To kill him. Stirb. Danke. Schnell, wir müssen das jetzt so schnell wie möglich machen. So, dreh das Teil. Spin! 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 Wieso ist das kaputt? Oh. Oh, guten Tag. Alles klar, die überlebt. Ich verstehe das nicht! Ich bin tot.
Ernst? Follow me. Yeah, right. Gott, ist das schwierig gerade, Mann. So, anscheinend ist das hier wirklich so zeitbasiert, habe ich gemerkt. Also, wir töten erstmal den Bastard hier. Danke. So, folgendermaßen. Während ich gleich das Teil nach hinten drehen werde, werde ich schnell zum Maui wechseln und das Teil aktivieren dann. Das ist der Plan. Das ist der fucking Plan. Ach Gott. Ja, wir wissen, dass die Scheiße aus ihren Zellen kommen. So, yes. Was? Wieso ist er jetzt schon hier? Wieso war er so schnell? Oh mein Gott. Was macht sie da? Sie soll... Maybe later. Willst du mich verarschen? Geh durch dieses fucking Feuer. Danke. Ah, der Bastard ist gestorben. Sind alle tot? Oh, nice. Oh, nice. Oh, mein... Oh, jetzt weiß ich, wie ich das hätte machen sollen. Ich hätte mit... Ich hab das Prinzip jetzt raus. Ja, ich hab das Prinzip jetzt raus. Eindeutig. Ich hätte das machen sollen. Ich hätte genau das machen sollen. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Nein. Okay, sie hat's. Los geht's. Schnell weg von hier. Oh mein Gott, habe ich dafür lange gebraucht. Well, fuck that place very much. Where do you think we are? What the fuck? Okay. Wir sind hier eindeutig in einem Gefängnis. Und ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Uncut mal jetzt mal Resident Evil Revelation 2 mal so zu sehen, wie ich das jetzt alles ohne Cuts und so gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von Resident Evil Revelation 2 sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn das nicht gut ankommen wird, dann werde ich es einfach für mich wieder ganz alleine spielen. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dann.